vor 66 Jahren, 1965, fing ich mit der Kunst an der Kunstakademie Kassel an. Meine Form der Kunst heißt, ich male Bilder. Ich heiße Christoph Wiegand, ich stamme aus Kassel und bin 1969 nach Flensburg gezogen. Schon lange her, heute bin ich 78 Jahre alt. Kunstlehrer bin ich aus der Erwägung geworden, dass man irgendwie seine Brötchen mit irgendeinem Geld verdienen muss. Und ich sah die Chance, als Lehrer sozusagen das heutig sogenannte Work-Life-Balance konnte ich da gut ausleben und auch noch mit einem ordentlichen Honorar rechnen. Flensburger Kulturprominenz 80er Jahre. Also das Kinderunterrichten war, wenn ich zurückdenke, also sehr schön. Ich möchte, wenn ich noch mal leben könnte, in keiner anderen Schule als in der Auguste-Victoria-Schule Flensburg meinen Job noch mal machen. Erfolgreichen ehemaligen Schülern ist eigentlich die beste Belohnung, die man sich in seinem Job hatte verdienen können. Hier stehen wir vor meinem Haus im sogenannten Flenopark. Vor einigen Jahren hat mir Wim über seine Kontakt zur Stadt die Verantwortung für diese Grünanlage nahegelegt. Den Namen Flenopark hat die Grünanlage erst von mir bekommen, weil ich hier das Grab für den Ritter Fleno eingerichtet habe, indem ich ihn hier bestattet habe. Ritter Fleno ist von mir selbst ausgegraben worden in Form einzelner Bruchstücke, die ich auf dem Eisenbahndamm und im Umfeld dieser Gegend gefunden habe. Daraus habe ich einen liegenden Leichnam, der nur noch als Skelett erhalten ist, geformt. Und der ist recht gut geworden, recht überzeugend. Deswegen habe ich ihn geschützt und in einem Grab untergebracht und mit einem Eisengitter verschlossen, sodass er einerseits sichtbar ist, andererseits aber auch sicher vor Diebstählen oder Zerstörungen. Skizzen von den Gästen beim Griechen in der Norderstraße, Evangeli. Ich finde das toll, dass Flensburg so eine Art Architekturmuseum ist. Man kann durch Flensburg gehen und seit dem 13. Jahrhundert architektonische Studien machen. Und das ist meine Frau Kirsten. Also um künstlerische Blockaden zu vermeiden, riet mir mein Freund Björn Hubert, immer also am Ball zu bleiben und sozusagen wie beim Sport auch im Training zu bleiben. Selbstbildnis 1968. Am meisten Spaß haben mir meine Bilder gemacht, die ich in der Kneipe Galerie hergestellt habe. Das war die angesagte Musikkneipe, so ungefähr wie Onkel Pö in Hamburg. Wer sich mal so ein größeres Werk anschauen will, der gehe bitte in das Schifffahrtsmuseum. Da braucht man keinen Eintritt zu bezahlen, da geht man einfach in das Foyer. Und vorne an der Stirnwand sieht man ein großes Hafenpanorama, das aus der Hand von Björn Hubert und mir ist. Hast du schon die Kamera an? Und ist auch Text dabei. Kirsten, machst du mal deinen Fernseher leise oder aus?